Morgen wird ja wohl im Bundestag das nächste Griechenland-Geld freigegeben, altes Geld vom alten Paket. Wir sehen es trotzdem als eine Finanztrage, die es wert ist, darüber zu diskutieren. Ist ja irgendwann mal beschlossen worden, die kriegen einen gewissen Finanzbetrag und jetzt sind irgendwo noch 7, was Milliarden in der Pipeline und die kriegen die Griechen nur, wenn sie schön brav sind und endlich das tun, was man ihnen abverlangt, zumindest wenn sie es versprechen. Meine Damen und Herren, und ich glaube, hier ist der Knackpunkt. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo eigentlich auch der letzte Optimist sehen müsste, dass dieses ständige Weiter so ja in der Sackgasse ist. Dass wir in Griechenland aufgrund der Politik auch der letzten Jahre mittlerweile eine Links-Rechts-Regierung haben, dass wir dort eine Polarisierung der politischen Öffentlichkeit haben, dass die Not trotzdem immer größer wird, trotzdem wir seit Jahren reden, dass die Arbeitslosigkeit steigt, über 50% Jugendarbeitslosigkeit, über 25% querbeet. Dass dort mittlerweile ein Schuldenberg von rund 300 Milliarden Euro aufgehäuft worden ist, mit einer jährlichen Zinslast, die die zu tragen haben, von rund 15 Milliarden Euro, bei einer Wirtschaftskraft, die nicht mal halb so groß ist wie Bayern, meine Damen und Herren. Das ist, als wenn wir jährlich 1,5 Landesbanken zu verfrühstücken hätten und abzuarbeiten hätten mit 10 Milliarden, jetzt ja 15 Milliarden, nur Zins für nichts. Also, dass das hier nicht mehr lange gut geht, hätte man schon lange merken müssen. Aber der Blick in den Rückspiegel hilft leider nichts. Wir müssen nach vorne sehen, wo die Wand ist. Und auf diese Wand rasen wir weiter genauso munter zu wie die letzten Jahre. Es werden weitere Mittel wohl morgen freigegeben. Vielleicht sagt der Herr Ministerpräsident nachher noch ein paar Worte. Er war ja wohl auch in Berlin und es ist ja diskutiert worden. Man droht und sagt, ihr müsst jetzt endlich tun, was wir sagen. Und wenn ihr es versprecht, sind wir zur Not schon mal zufrieden. Meine Damen und Herren, wir können so nicht weiter tun und wir sagen hier ganz klar, dieses Land wird noch weiter im Elend versinken, wenn die einzige Zielsetzung nur ist, ja, die Zinsen der alten Kredite zu bedienen und dafür kriegen die frisches Geld. Wir nehmen also unser eigenes Geld aus der linken Tasche, zahlen damit die eigenen Zinsansprüche, die wir gegen Griechenland haben und sagen, siehste, kommt ja doch Geld. Der Schuldenberg wird immer höher und Deutschland haftet mit rund einem Drittel dieser Mittel. Wir kommen nicht vorwärts. Deshalb die ganz klare Aufforderung, hier über Alternativen nachzudenken. Das hätte längst geschehen müssen. Wir erneuern trotzdem unseren Vorschlag, den wir schon seit 2012 sagen. Biete den Griechen an und hilf ihnen dabei, neben dem Euro eine Zweitwährung Drachme wieder einzuführen, sodass die ihren innerstaatlichen Zahlungsverkehr selber aufrechterhalten können, sodass die nicht mehr auf EZB-Mittel angewiesen sind, sodass wir nicht mehr frisches Geld rüberschaufeln müssen. Das ist die einzige Chance. Das ist die einzige Chance und das ist auch ein Vorschlag vom Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer. Ist also nicht eine private Erfindung von mir. Es ist durchaus von vielen Bankexperten auch unterschrieben und angeregt. Gib denen wieder eine eigene Währung, sodass sie abwerten können, dass sie wettbewerbsfähig werden können, dass die vielen Hunderttausenden, Millionen Arbeitslosen, wenigstens in der Tourismusbranche oder in sonstigen, vielleicht auch minder qualifizierten Bereichen in der Landwirtschaft und sonst wo arbeiten können, um dort ein bisschen was zu erwirtschaften, um dort ein bisschen was beitragen zu können und nicht zu teuer zu sein für diesen Arbeitsmarkt, der nur über den Euro läuft. Und damit haben wir einen Ausweg aufgezeichnet, die Griechen mit einer eigenen Währung wieder auszustatten, Wettbewerbsfähigkeit wieder zu erringen, vielleicht ein paar Mittel wieder zurückzuzahlen, aber nicht bitte morgen wieder die Hand heben für die nächsten paar Milliarden Euro. Deutschland wird da Pi mal Daumen mit rund 1 Milliarde wieder haften, wenn man den Drittelanspruch aus diesen EZB- und Rettungsschirmmitteln herausrechnet. Meine Damen und Herren, dieser Weg ist dasselbe, als einem Drogensüchtigen immer neue Drogen zu verabreichen. Wir müssen irgendwann
Wir müssen irgendwann raus aus dieser Nummer, sonst wird diese Nummer immer teurer, sonst wird der Patient immer kränker, sonst wird der Hass auf uns dort auch immer größer. Und die Not, ja, hat hier mittlerweile einen Grad erreicht, wo wir politisch mit allem rechnen müssen, meine Damen und Herren. Hätten wir in Deutschland diese Arbeitslosigkeit, ich würde mir nicht ausmalen wollen, was bei uns los wäre. Also hier klarer Appell an die Staatsregierung, ja, die Vernunft zusammenzufassen und diesen Weg der Zweitwährung mal anzugehen. Wenn jemand sagt, schmeiß sie raus, das hört sich so locker an, du kannst niemanden rausschmeißen. Wenn die freiwillig gehen, tun sie es. Wenn sie nicht gehen, gehen sie eben nicht. Und ich würde diesen Schritt jetzt noch gar nicht vollziehen. Die Zweitwährung, das ist noch der Schritt dazwischen, der nicht so wehtut und vielleicht sogar zielführender ist, der nicht so viel Staub aufwirbelt. Aber das weiter so ist auf alle Fälle der falsche Weg. Und deshalb unser klarer Antrag an Sie, unsere klare Botschaft, morgen wenigstens als CSU dafür die Hand nicht zu heben und nicht am Aschermittwoch die Backen aufzublasen und dann aber nicht zu pfeifen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Kollege Aiwanger. Unser nächster Redner ist der Kollege Weidenbusch. Bitte schön.